Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Heute erfahren Sie alles über Schweiß und vor allem, wie Sie demnächst Achselnässe und Geruch unter Kontrolle bekommen. Schwitzen kann Spaß machen, wie in der Sauna. Oder furchtbar sein, wie beim lang ersehnten ersten Date. Oh, das tut mir wirklich, wirklich leid, wie doll ich am Schwitzen bin jetzt diesmal. Es gibt zwei verschiedene Drüsen, die Schweiß produzieren. Die eine reguliert die Körpertemperatur, indem sie Wassertröpfchen nach außen auf die Haut transportiert, die dann verdunsten und dabei kühlen. Die anderen Drüsen kommen insbesondere unter der Achsel vor und produzieren den Schweiß, der vermehrt bei psychischem Stress entsteht. Dieser Schweiß wird später unangenehm riechen. Wir wollen von den Menschen auf der Straße wissen, ist Ihnen Schwitzen peinlich? In Kontakt mit anderen Menschen, wenn man Verabredungen hat, Vorstellungsgespräch, beruflich, Aufträge, Auftritte, so sehr unangenehm. Ja, Geruch ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber auch die Nässe sieht einfach nicht so besonders nett aus, wenn jemand so dicke Schweißflecken unter den Armen hat. Wenn man tanzen geht und die Durchlüftung nicht gut genug ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen unangenehm. Wieso? Sieht halt nicht mehr so gut aus, ist nicht so ästhetisch unbedingt. Zum Beispiel im Bus, wenn es zu voll ist und so, dann, wenn es richtig stinkt, dann ist es ein bisschen unangenehm, ja. Und es kann auch teilweise sexy aussehen bei Sportlern oder so. Hamburg. In einem der größten Hautforschungszentren Deutschlands bei Beiersdorf arbeiten etwa 450 Wissenschaftler. Über 50 davon sind allein an der Forschung und Entwicklung von Deo beteiligt. Dr. Björner Windisch kennt die Probleme beim Schwitzen und weiß genau, woher der üble Geruch kommt. Schweiß an sich ist eigentlich geruchlos. Er riecht gar nicht. Riechen tut es erst dann, wenn die Hautbakterien bestimmte Komponenten im Schweiß wie Fette und Eiweiße abbauen und dann diese Abbauprodukte diesen unangenehmen Geruch verbreiten. Wie der Schweiß jedes Menschen riecht, ist sehr unterschiedlich. Das hängt von der Zusammensetzung des Schweißes ab und ist damit sehr individuell. Moderne Deos bestehen aus zwei wichtigen Teilen. Das erste ist ein schweißhemmender Wirkstoff. Aluminiumsalze verengen die Schweißdrüsen und reduzieren damit die Schweißmenge. Der zweite Bestandteil wirkt gegen den Geruch, ein antibakterieller Wirkstoff. Er hemmt das Wachstum der Bakterien, die aus dem geruchlosen Schweiß die Stinkbombe machen. Um neue und verbesserte Deos für Nivea zu testen, gibt es im Hautforschungszentrum richtige Schwitzlabore. Die von Björner Windisch und ihrem Team eingesetzten Wirkstoffe müssen am Ende in Deos von ganz normalen Menschen funktionieren. Die Probandin bekommt unterschiedliche Formulierungen mit Wirkstoffen auf die Haut aufgetragen. Über 21.000 Menschen nehmen jedes Jahr an solchen Studien im Probandenzentrum teil. Nach 48 Stunden kommen die Probanden zurück und schwitzen dann in der Forschersauna, um die Formel mit der besten Wirksamkeit zu finden. Bei 75 Grad. 20 Minuten lang. Jeder von uns hat 2 bis 3 Millionen Schweißdrüsen. Die meisten, um die Körpertemperatur zu regulieren. Diese Silikonstreifen werden gleich jede einzelne aktive Schweißdrüse zeigen. Ich schwitze schon recht viel. Ich gehe auch regelmäßig joggen und sobald ich irgendwie loslaufe, fange ich an zu schwitzen. Und ja, halt so im Privaten auch. Deswegen bin ich schon daran interessiert, dass auch neue Produkte irgendwie, ja, gefunden werden. Das Ergebnis des Tests in der Großaufnahme. Die Hautpartie ohne den schweißhemmenden Wirkstoff zeigt viele Punkte, also viele aktive Schweißdrüsen. Im Vergleich dazu die Hautstelle mit dem Wirkstoff, deutlich weniger. Wir fragen den Hautforscher Dr. Thomas Schmidt-Rose, ist dieses Verschließen der Schweißdrüsen nicht schädlich? Tatsächlich ist die Anzahl der Schweißdrüsen unter der Achsel im Vergleich zur Gesamtzahl der Schweißdrüsen auf dem Körper eher gering. Und selbst wenn wir alle Schweißdrüsen in der Achsel hemmen, macht das für die Regulation der Körpertemperatur keinen großen Unterschied. Die Wirkstoffformulierung, die im Test die meisten Schweißdrüsen verengt hat, wird in Sprühdosen gefüllt. Aber diese Dosen gehen noch nicht in den Handel.
Zuerst wird der neue Wirkstoff unter realen Bedingungen im Achselbereich getestet. Für den nächsten Versuch bekommt die Probandin die neue Deo-Formel unter eine Achsel gesprüht. Nur die eine, damit man anschließend beide Seiten vergleichen kann. 2 Tage oder 48 Stunden lang ist sie nun unterwegs. Dann kommt sie wieder ins Labor. Diesmal klemmt sie sich Zellulose-Pads unter beide Achseln, die gleich ihren Schweiß aufsaugen werden. Damit können die Forscher exakt messen, wie viel Flüssigkeit sich ansammelt und wie sie riecht. Die Probandin sitzt 80 Minuten lang im sogenannten Hot Room bei 38 Grad Raumtemperatur. Bis das Ergebnis kommt, lüften wir ein paar Schwitzirrtümer. Wenn man in die Sauna geht und sich vorher und hinterher wiegt, dann bemerkt man natürlich einen Gewichtsverlust. Tatsächlich hat man aber nur Wasser verloren und das bekommt man beim Trinken sofort wieder auf die Waage. Einen Abbau von Fett kann man in der Sauna leider nicht erreichen. Ein Schwitzirrtum ist aufgedeckt. Das Schwitzen in der Sauna steigert zwar das individuelle Wohlbefinden, macht aber nicht dünn. Ja, das ist natürlich ein Spruch, der weit verbreitet ist, aber der nicht der Wahrheit entspricht. Schweine haben keine Schweißdrüsen, mit denen sie Thermoregulation machen können. Solche Wasserkühlungen gibt es nur bei Primaten, also Menschen, Affen und Menschen, und bei Pferden. Übrigens, weil die armen Schweine nicht so schwitzen können wie wir, verkriechen sie sich frühzeitig im Schatten. Ja, das ist tatsächlich ein verbreiteter Irrtum, dass bei starkem Schwitzen man warmes Getränk trinken soll. Tatsächlich ist nachgewiesen worden, dass kühle Getränke den Körper deutlich effektiver herunterkühlen. Kühle Getränke verweilen nicht so lange im Magen, sie gelangen schneller in den Darm, wo sie resorbiert werden und dann den Wasserhaushalt schneller wieder ergänzen. Warmes Wasser dagegen bleibt länger im Magen und kann damit nicht so schnell zur Abkühlung des Körpers eingesetzt werden. Zurück im Hot Room. Nach fast 1,5 Stunden ist reichlich Schweiß geflossen. Jetzt überprüfen die Wissenschaftler, wie gut das neue Deo gegen Achselnässe und Geruch wirkt. Links mit Wirkstoff, rechts ganz ohne Deo. Das Zellulose-Pad ohne Deo wird zunächst auf die Waage gelegt. Es haben sich gut 700 Milligramm Flüssigkeit angesammelt. Im anderen Pad mit Deo sind es deutlich weniger, nur gut 400 Milligramm. Bei der Bewertung des Geruchs hilft keine Maschine. Boris Christoph gehört zum sogenannten Sniffer-Kollektiv, einer Gruppe von Supernasen im Forschungszentrum. 0 steht auf der Müffelskala für keinen Schweißgeruch, 5 hingegen für extrem starken Geruch. Boris Christoph erschnüffelt eine 3, also deutlichen Geruch, für das Pad ohne Deo. Eine 1 hingegen, also einen sehr schwachen Geruch, für das Pad mit dem neuen Deo. Ist der Job als Sniffer für ein sensibles Näschen wie ihn nicht ein Albtraum? Es riecht nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Das sind keine Leute, die sich dann 3 oder 4 Tage vielleicht nicht gewaschen haben, sondern das ist normaler Schweißgeruch dann, der durchschnittlich stark riecht. Unser Fazit: Schwitzen beim Sport ist gesund. Und gegen Achselnässe und Geruch helfen raffinierte, fast unsichtbare neue Deos.